Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins hier bei Explore IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moment, meine Kopfhörer. So. Wir sind im Brasilienwald unterwegs. Beziehungsweise gehen wir jetzt wieder zurück. Ne, wir sind hier. Hat mir hier gerade geblinkt. Keine Ahnung. Im Land der Werwölfe. Wir suchen den Obermotz. Aber in der letzten Folge sind wir hier rüber. Da sind wir rechts rum. Da haben wir Loot vergessen. Ups. Dann sind wir hier hoch. Da haben wir ja einen verwundeten Dalish gefunden. Den haben wir dann ins Lager zurückgebracht. Ende der letzten Folge. Mehr ist hier auch nichts. Was haben wir denn da hin? Skelett. Okay. Kann man was übersehen? Da oben ist nur Elfenwurz. Alpha-Band. Auch dieses Rätsel werden wir lösen. Hier hoch? Nein. Da ist es. So. Muss ja jetzt irgendwie einen Weg runter zum Wasser gehen. Da geht's nicht. Haben sie aber gut versteckt. So, Skelett. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Aber anscheinend nö. Das geht auch nicht. Dann laufen wir wieder zurück. Ich glaube ja an den Boss-Mods. Benutet. Ja. Ja, das war klar. So, sie hat doch einen. Wenn du mir hier bezahlst du das.
Das habe ich mir aber auch geschafft. Erledigt. So. Sehr schön. Eisenbrocken. Ist gestellt. Sehr schön. Wie ihr meint. Hier durch. Nein, bleib erstmal hier. Wir suchen ja noch den Oberwehrwolf. Oder siehst du ein Grabstein, seinen Anblick beunruhigt dich. Okay, können nichts machen. Ist doch. Mystischer Ort der Macht. Okay, weiter geht's. Sehr schön. Ochsenknochen, Marte Himmelskuh. Große Eiche. Und da geht's nur da vorne. Wir schauen uns aber eben hier um. Nicht, dass wir was übersehen. Verwandt sagt, du kommst hier nicht durch. Mysteriöser Ort. Gehen wir mal zu den Bäumen. Schicksal hat uns gefordert!
Also, oh nee. So. Einmal hier. Hier noch was. Sieht das so aus, als wenn man hier rüber kommt. Sich der Anwender seiner Umgebung bewusst, da kann allerdings gegnerischen Einflüssen schlechter widerstehen. Er erhält einen Bonus auf Verteidigung und Abzugrücken. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Hier rüber. Gut, dann reden wir jetzt erstmal mit dem Bäumchen da unten. Der ist wahrscheinlich gar nicht begeistert, dass wir seine ganze Familie jetzt ausgerottet haben hier. Wie ihr meint. Eine beeindruckende Sehenswürdigkeit, die jedoch ansonsten im Moment nicht von weiterer Bedeutung hat. Okay. Da ist ein Lager. Wir kommen gleich. Nicht weggehen. Oh oh. Das Lager sieht völlig intakt aus. Zelte und Schlafstellen sind voller Blätter, aber trocken und unbeschädigt. Achso, weiter. Die Feuerstelle raucht und hat noch genug Blut, um ein kleines Feuer anzufachen. Es gibt keinerlei Anzeichen für irgendwelche Bewohner. Seltsam. Ein Lager ohne Leute, komplett mit Feuer und warmen Decken. Ziemlich einladend, findet ihr nicht? Ja, machen wir ein Nickerchen, oder? Eher verdächtiger als einladend. Alles ist so sauber. Wer hat das Lager wohl aufgeschlagen? Ich gebe zu, das sieht wirklich wie ein idealer Lagerplatz aus. Eher verdächtig als einladend. Du spürst keine Gefahr, obwohl dir das verlassene Lager seltsam vorkommt. Eine Durchsuchung würde vielleicht nähere Erkenntnis bringen. Natürlich. Du untersuchst die Schlafstelle. Sie wirkt sauber und warm. Du hast das Gefühl, als hättest du seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Es wäre so angenehm, es sich hier gemütlich zu machen und ein bisschen Ruhe zu finden. Ich kann mich kaum noch bewegen. Wir sollten diesen Ort sofort verlassen, sonst hält er uns für immer hier fest. Okay, ich glaube, es wäre ein Fehler, hier zu schlafen. Wir sollten gehen. Ich spüre es auch. Wir müssen wach bleiben. Hier ist es wirklich seltsam. Sehen wir uns noch ein bisschen um. Wir sollten gehen. Du wendest dich von der Schlafstelle ab, wenn auch nur ungern. Die Verlockung des Schlafs ist nahezu übermächtig. Dann komm schnell weg hier. Als du dich umdrehst, um zu gehen, werden deine Schritte bleiern. Erschöpfung fährt in deine Glieder und du gehst. Es war eine lange Reise, man sollte hier eine Pause einlegen. Wir gehen? Meine Füße tun schon weh. Wenn wir vorsichtig sind, könnten wir das Lager doch benutzen, oder? Wäre das so schlimm? Ja, wir sollten das Lager benutzen. Wir müssen schlafen, ihr habt recht, es fällt so schwer, klar zu denken. Bekämpfen wir es nicht, drehen wir uns einmal... drehen wir uns um, mal sehen, was passiert. Du drehst dich um, aber der Nebel kann von deinem Verstand nicht Besitz ergreifen. Wie in einem Traum löst sich die Illusion des Lagers auf. Oh, da liegt ein kaltes und längst vergessenes Feuer mit Knochen, die gelockt wurden von einem Geist, der ihn voller Zorn direkt angreift. Okay.
Nach der Zerstörung des Geistes verzieht sich der Nebel. Das Lager hier ist sehr alt und die Überreste der bisherigen Opfer liegen da, als würden sie schlafen. Ein hungriger Geist, der die Vorüberziehenden zur Ruhe lockt und in ihren Untergang. Wo er das wohl gelernt hat. Egal, der macht keine Beute mehr. Dann schauen wir mal, was die Kollegen hier da gelassen haben. Ja. Erledigt. Ja, gut, hast du. Ja, gut, hast du. Was ist das? Ring, wer fehlte denn hier? Liliana? Hat die? Weiß ich, wie könnte man einen Ring brauchen? Tja, was schmeiß ich denn weg? Das Geschenk braucht man ja auch als Blaubolzen. So. Accessoires. Ja, dann, mal mit unserem Bäumchen reden, oder? Der erzählt uns jetzt bestimmt, geh nicht in das Lager. Oder fängt auch Stress an, eins von beiden. Was für ein Tier verschafft sich hier Raum und steht vor mir, dem alten Baum. Wieso könnt ihr sprechen? Seht ihr das denn nicht? Ich bin eine Elfin. Überreden, seht ihr es denn nicht? Ich bin ein Werwolf. Hä? Wieso könnt ihr reden? Ihr fragt, wieso ich sprechen kann? Ich bilde Worte und artikuliere sie dann. Eure Fragen sind nun nicht mehr offen. Darf jetzt auch ich auf Antwort hoffen? Cool. Ich bin eine Elfe. Ah, ja. Ich erinnere mich an euresgleichen. Vor langem kamt ihr als freie Wesen zu den Eichen. Ihr wart nie viele. Und euer Schicksal war hart. Bis einst der letzte von euch gesehen ward. Seid willkommen. Es ist wie im Traum. Ich bin die große Eiche, der uralte Baum. Er reimt? Das ist ein reimender Baum. Was für eine Art von Geist hat denn hier seine Finger im Spiel? Die Zeit ist reichlich fortgeschritten. Dürfte ich um einen Gefallen euch bitten? Ihr habt einen Gefallen erwähnt? Was meint ihr damit? Was genau seid ihr? Warum sprecht ihr in Reim? Die Frage ist, warum tut ihr es nicht auch? Eure Worte sind flach, wie Schall und wie Rauch. Vielleicht steckt die Seele eines Dichters in mir. Vielleicht erhebt mich das über das Tier. Ja. Ja, das macht euch selbstverständlich über alles erhaben. Es könnte euer Tod sein, euch hier weiter lustig zu machen. Das geht mir auf die Nerven darauf damit. Nur ein Wortspiel, ein harmloser Scherz, der meinem Gast erleichtert das Herz. Was genau seid ihr? Ich bin nichts weiter als eine alte Eiche. Aber es gab eine Zeit, in der ich durchstreifte die Reiche. Ein Traum voll unnatürlichem Leid, entsprungen in
uralter, vergessener Zeit. Ob ich ein Geist war, kann ich nicht wissen. Ein wanderndes Ding, in diese Welt gerissen. Der Geist vereinte sich mit einem Baum. Und so soll es wohl sein. Vergessen der Traum. Es scheint einfach, als seien die anderen Bäume deutlich feindseliger als ihr. Bei den Waldgeistern ist das nur zu wahr. Sie sind ziemlich verrückt und denken nicht klar. Ein Geist ohne Mund, um zu flehen. Gefangen in einem Baum, ohne Augen, um zu sehen. Ein Käfig aus Borke, ein hölzerner Sarg, ein Wesen des Zorns, das einst Hoffnungen barg. Sie sind Geister des Waldes, verfallen dem Wahn. Doch ich bin anders. Ich folge dem Plan. Ich akzeptiere mein ewiges, ehernes Heim und unterdrücke den zornigen, wütenden Keim. Okay, ihr habt einen Gefallen erwähnt. Nur eine einzige Sache bringt mir Verdruss. Es ist nur ein Wunsch, der erfüllt werden muss. Es war eines Morgens. Ich lag noch im Traum. Da wurde meine Eichel geraubt. Ich glaubte es kaum. Was ist so besonders daran? Alles, was ich habe, ist allein meine Saat. Ohne sie bin ich verloren. Ich weiß keinen Rat. Ich kann sie nicht suchen. Ich bin hier nicht frei. Doch ohne sie ist mein Leben vorbei. Ich könnte nach eurer Eiche suchen. Was bekäme ich dafür? Ich glaube, es wäre besser, wenn ich einfach Kleinholz aus euch mache. Angreifen. In Ordnung. Ich helfe euch. Ja, was bekommen wir denn dafür? In meiner hölzernen Haut stecken Magie und Leben. Wenn ihr wünscht, könnte ich euch ein Stück davon geben. Ja, wenn ich wollte, können wir auch einfach nehmen. Es wäre mir lieber, wenn ihr mir mit Schattenreißer helfen könntet. Im Zentrum des Waldes, sagen die Linden, sei das Lager der Werwölfe zu finden. Ich weiß nicht, ob euch dieses Wissen nützt. Ihr könnt nicht dorthin, da der Wald sie beschützt. Okay, warum beschützen die Bäume sie? Vielleicht kontrollieren die Werwölfe sie mit Magie. Ich weiß es nicht, aber die Bäume behindern sie nie. Und euer Holz kann mich ins Zentrum des Waldes bringen? Der Wald würde einen Baum in euch sehen. So könntet ihr jegliche Gefahr überstehen. Okay. Wenn ich wollte, könnt ihr mir einfach euer Holz aus euch nehmen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr Kleinholz. Es klingt nach einer großartigen Belohnung. Werdet ihr mir den Gefallen erweisen? Kann ich euch als meinen Retter preisen? In Ordnung. Geht nach Osten und sucht diesen Mann. Tut das, was ich leider nicht kann. Okay, Christa aktualisiert. Geht nach Osten. Jetzt ist die Frage, ist er hier im Wald oder... Das sehen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon bei 24 Minuten. Bleibst du stehen? Bei 24 Minuten. Ich würde sagen, machen wir einen Cut und in der nächsten Folge schauen wir uns hier weiter um. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.